Hallo schön, herzlich willkommen zurück zu Captain Tsubasa Rise of New Champions. Wir sind kurz davor, gegen den Senegal zu spielen. Die haben keine Chance mehr weiterzukommen. Mal gucken, wie sie sich reinhauen werden. Die Herausforderungen für die Partie, ja, mal gucken. Josh! Heute Senegal ist ein hohes Speed-Team. Ja, das kriegen wir doch hin. Wir lassen die einfach nicht passen, passt schon. Ja, das kriegen wir doch hin. Wir lassen die einfach nicht passen, passt schon. Abseitsfalle. Ja, mal gucken, ob das was wird. Nicht so überheblich, Ishizaki. Überheblichkeit ist unser größter Feind, ja. Man wächst durch jedes Spiel. Die hauen sich jetzt nochmal richtig rein, oder? Die drehen jetzt richtig auf, oder was? Der Trainer hat die Kabine verloren. Antwort nicht. Der andere. Komm, da muss er wieder was dagegen sagen. Alter, der hat ein Selbstvertrauen von einer verschrumpelten Pflaume. Als könnte der das. Heute spielen wir gegen Japan und wir machen sie platt. Oder wie? Wie soll der das Teamhaus machen? Der ist doch so schüchtern. Also. Tolle Ansprache. So da, so rede ihn da. So rede ja. What the fuck, hell? Inkompetenter Trainer. Sangor, nande inkaisanai da? Na, weil er viel zu ängstlich und schüchtern ist. Hontou ni omae wa. Demo, kantoku ga yuu toori, dakara boku ga minna no yosa wo hikidasereba, dakara minna de kanbarou. Oh Mann, was stimmt denn mit dem nicht? Sangor. Kyowa, Yosen League 3. Nippon tai Senegal no issen ga okunawaremasu. Funny Bot, Toy Shop. Zen Nippon wa
Italia, Holanda, die Lensho, die Pono, Senegal, waren die Lempaisi. Ja, die fahren dann nach Hause. Makotoni, Taisch, Nippon, das Sanlensho, sie. Ikio, Yomaste, Kesso, Mamonak. Alright! Kimina, Captain, ne? Kyoa, Yoroske? Yoroske, Onega, Schmas. Kyoa, Benkyo, Sasse, den Moraimas. Benkyo, Nantes, Soma. Otagai, Schkara, Daskite, Ishi, Ayosio. Oh, jeez. Sangol, お前の本当の凄さはサッカーを始めた頃からずっと一緒にやってきた。え、俺たちが一番よく知ってる。お前のテクニックは俺たちが必ず。お。Also der Trainer hält ihn kurz und klein, weil er der athletisch Schwächste ist, aber die alle anderen Mitspieler wissen, dass er voll der krasse Dude ist und deswegen, okay. Alles klar, was haben wir denn hier? Gruppe C sieht gut aus. Gruppe D auch. Die haben ja mal heftige Kombos. Ja gut, das sind doch alles Japaner. Komm, dann nehmen wir die. Ja. Dann können wir hier nochmal ein bisschen was ändern. Oh, ich habe da auch vergessen, neue Sachen reinzupacken. Das ist... verschwendet. Mehr Freundschaftspunkte nehmen wir mit. Was ist das hier? Erhöht erhaltene Fähigkeitspunkte bei Rang A oder geringer. Und hier steigert die Fortschritte im Freundschaftsrang durch Sympathie-Kombos ein wenig. Okay. Das ist ja... das passt. Okay, auf geht's gegen Senegal. Moussa Malik Diallo. Okay, Stadion ist bis am letzten Platz gefüllt. Ja, das kennen wir schon. Sick. Ja, und da haben sich mir schon den Ball geklaut. Zack. Nice. So. Und der kontrollierte Pass zu Hyuga. Okay. Oh, nicht genug Willen. Nicht genug Willen für den Doppelten. Oh. Vichito. Oh, das war... Der war knapp. Voll rein in die Schulter. Komm, hinterher. Oh, ein bisschen Zweikampfdaten erhöhen fast. Ausgedribbelt, ausgedribbelt. Was, senk ihn? Oh, hält ihn sogar fest. Ahmed. Ich hab gewonnen. Oh. Der ist nicht so selbstbewusst, ne? Oh. Das sollte eigentlich an Tsubasa gehen. Nimm den Ball mit. Oh. Hyuga ausgedribbelt. Alter. Ja, die sind wirklich körperlich nicht so verkehrt. Oh. Was das denn für ein Pass? Oh. Ja, sitzt sie schon in der Vorzone. Okay, Ball halten. Nice. Oh, voll ins Aus gedribbelt. Das war ja mies. Auf meinen Spieler geworfen, damit sie hier gleich tacklen können. Oh, das ist das Falsche. Gerade noch abgewehrt.
Der geht rein! Oder auch nicht. Aber den wirft's dafür ordentlich. Dafür der Popelschuss, weil der Wille nicht drin, nicht mehr vorhanden war. Ich wollte schon nicht schießen, aber dann dachte ich mir, Alter, komm. Der wird schon passen. Genau. Teamdaten sind auf C erhöht. Schön abgefangen. Komm, den haben wir aber von ziemlich weit weg rein. Oder was heißt rein? Drauf. Wir müssen Ahmeds Willen etwas senken. Dass der den direkt zu mir schießt, ist auch so ein bisschen... Wirft der nochmal zu mir, oder? Ne, nicht wirklich. Na? Da haben sie aber gut abgewartet. Mengi? Meiner. Oh, ich muss in den Zweikampf kommen. Fuck! Oh. Komm, Chito. Schön mit der Schulter ins Gesicht. Genauso möchte ich das haben. Nani! Chiga! Sau! Okay, Tigerschuss. Tigerschuss. Ach, er schon wieder? Oh, er hätte fast sein Torwart mit ins Tor gerissen. Sandball. Oh, genau. Als würde der mich jetzt da genauso umgrätschen. Okay, Halbzeit. Ich glaube, die stellen es gleich um. Die sagen zur Hölle mit der Anweisung vom Trainer. Oh, kurze Zeit. Das interessiert mich jetzt auch. Das hatte der andere auch gemeint, sein Teamkollege. Wieso machen sie es nicht? Ist der Trainer einfach nur dumm? Haus raus. Naja, er hat zwei Schüsse abgeblockt. Ja, gut. Na gut. ミニゲームでいつもやってるあれ でも俺たちは
ちっちゃい頃から一緒にサッカーしてきた。だからお前の力は俺たちが一番。Und hab ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Mensch. お前は俺たちとは違う。最後くらい俺たちの力をみんな。チョロ、分かったよ。僕も頑張ってみるよ。Wunderbar. Geht doch. よし、みんな。俺たちのキャプテンはすごいってこと。Okay. Dann versuch das mal. Also für die Herausforderung müssen wir in der zweiten Halbzeit ein Tor schießen und in der, während der V-Zone von Senegal muss Matsuyama, oh, was ist denn noch? Ja, muss Matsuyama den Ball haben. Dann haben wir eine Herausforderung abgeschlossen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Also dann sorgen wir mal für, erstmal für das, oh, für das Tor. Zack! Der sah eigentlich gut aus. Der ist auch gut. Na, wenigstens sein. Der Wille geht. Ich hätte es gemeint, sein Wille ist ein bisschen niedriger. Einfach weil wir schon einen krassen Schuss drauf gefeuert haben. Okay, wir müssen erst das Tor schießen, bevor die in das, in ihre Zone kommen. Ja, die spielen ein bisschen anders. Also fühlt sich zumindest an. Okay, alle nach vorne. Ordentlich abgegrätscht. Nur eins. Diara, du Sack. Nice, Tachibana. Nicht mehr ganz so nice. Nice, anderer Tachibana. Komm, Flanke. Bananenflanke. Auf mich. Nicht wirklich. Dann schießen wir halt vom Mittelkreis. Oh, komm, schieß. Geh rein! Geh rein! Mensch! Die sind fast in ihrer V-Zone. Ich muss davor ein Tor schießen. Machen wir einfach mal unsere V-Zone an. Ja, war klar. Oh, scheiße. Wieso lädt sich denn der Schuss so scheiße langsam auf? Das war mein Hund, der etwas, keine Ahnung, was er damit gemacht hat, aber wenn man es überhaupt gehört haben sollte. Fuck. Das wird wieder nichts mit der Herausforderung. Ich sehe es schon kommen. Den musste ich jetzt so schießen. Fuck. Wieso hat sich das denn nicht komplett aufgeladen? Fuck you! Da
das ist meine Technik. Der ist auf dem Platz auch so unsicher. Damn it! Nächste Herausforderung nicht geschafft. Klasse! Klasse! Ah, grauenhaft ist es. Ja, ganz kurz davor. Vor Angriff, Verteidigung, Tempo und Technik. Ah, das sah nicht so gut aus. Ja, wenigstens kriegen wir ordentlich Erfahrungspunkte. Wenn die Position Verteidiger ist und Blocken Tackling. Wenn die Position Mittelfeldspieler ist und passt. Ach, wir nehmen das einfach. Okay, zwei Rangaufstiege. Falkendribbeln haben wir und präzises Schießen. Dann wird es wahrscheinlich jetzt gleich die zwei Aktionen danach noch geben. Das stimmt eigentlich, aber. Ja, also ist schon einigen Techniken ausgewichen, muss man sagen. Ja, aber schön, dass die auch ein afrikanisches Team als Hauptmannschaft mit reingenommen haben. Oh, er ist traurig. Naja, hoffentlich nicht als Trainer, wenn er so schlechte Arbeit leistet. Sonder Teamwork. Oh, das ist nett, danke. Arigato! Wattane! Nach dem Spiel Japan gegen Senegal wieder Anime sehen? Nope. Da ging es nochmal um alles, oder? Ja. Okay. Dann haut mal raus. Ich denke mal, die Niederländer kommen weiter. Einfach, weil die ein bisschen mehr Bezug zu unserer Mannschaft haben mit Mizugi. Weiß auch interessant wäre, die Entwicklung von deren ihren Stürmer zu sehen. Luciano. Ja, Luciano. Ach, Luciano. Ah, die haben es mit R wegen dem Japanischen. Ah. Ja, gut, aber. Dann hätten sie auch Leonardo. Na, egal. Das ist seltsam. Keine Ahnung, wer da weiterkommt. Okay.
Offensive oder verteidigen? Was ist da besser? Oh, ich muss weiterklicken. Die niederländischen Angreifer legten los wie ein Wirbelwind, aber dank der brillanten Paraden von Hernandez gelang es Italien, die Null zu halten. Dann nach 24 Minuten in der ersten Halbzeit. Als gäbe es in dem Spiel Fouls. Jetzt mal ehrlich. Was? Ich hätte es gemeint, Luciano wird sich die Kugel schnappen. Oh. Ja, dann geht's wohl ins Catenaccio. Wollte auch gerade fragen. nach der Führung setzt Italien auf seine Catenaccio-Taktik. Doch das war wohl etwas voreilig. Nachdem sich Italien zurückzog, drehten die niederländischen Angreifer so richtig auf und spielten die italienischen Verteidiger müde. Und nach 16 Minuten in der zweiten Halbzeit. Mensch! So, das dritte Gegentor für ihn. Was ist denn da los? Die ganze Statistik im Arsch. Hätte soll er mit zwei Händen hingehen. Nein, müsst ihr nicht. Ihr seid doch mit dem Unentschieden durch. Nach dem Ausgleich griffen die Niederlande weiter an, wie Kloiber das verlangt hatte. Doch die Italiener, ermutigt durch Hernandez' Ansprache, hielten ihr Abwehrbollwerk dicht. Zwei Minuten Verschluss machte sich die Anstrengung bei den italienischen Verteidigern jedoch bemerkbar. Ihre Beine wurden müde. Und dann... Lensen! Link. Klinsmann. イタリアディフェンスが左右に振られている。今だ。ジャイフォート。あと、クリスマン君がダイレクトでスルーパス。イタリアディフェンスラインの裏に走り込む。これでキーパーと1対1だ。おお、ガッ。必ず俺の右を狙ってくる。同点にされたのは俺の責任だ。だから今回は絶対に止める。この腕が壊れようと。 What the fuck? Ey, ich stell dir das mal im Real Life vor. Italia, Oreno Ogon no Migiude und Namelda. Und jetzt der Konter. Nani? Nani? Tutta! Gore wo kakshin steita Oranda no senshu tachi ga odoroki no hyōgen de tachitsukushite iru. Und jetzt ist der italienische. Subayai restarto da. Kontara! Field chūgō de matteita Luciano kun ni totta. Aber der ist jetzt bestimmt als Teamspieler und spielt ab, oder? Ja, und dass sich alle auf ihn konzentrieren, sind andere frei. Oh! Hört sich an, als würde er jetzt gerade mit Kung-Fu-Tritten in die Fresse schlagen. バカにしやがって。てめえら。しつこい。いいぞ、ディック。そのまま時間を稼げ。ルチアノ君が前に行けない間に、クライフォード君がもう不本意だな。引き分けで逃げ切るしかない。さあ、ルチアノ君の背後に。お。スピードを回る。どうせ離れ。お。
Das hat er gelauert. Wuchtiger Kopf. Ach so, der war noch nicht am Ball. Okay, okay. Der war noch in der Luft. In die Maschen! Oh, Italien ist weiter. Okay. Teamwork. Naja, fast. Ah, dann hat man doch noch gesehen, wie sich Luciano weiterentwickelt. Schnieke. Oh, ich dachte, sie sagen MVP. Schade. Wäre lustig gewesen. Wieso er? Du hast es so gemacht. Pappelapapp, du hast den Ball gehalten. What the fuck? Dann drücken wir mal hier ordentlich die Hand, oder? Mit der Hand. Natürlich versucht er das. Kreifort, Oranda Sakka no Mirai wa ima koko kara hajimaru no da. Ja, wenn Rob nicht mehr da ist, brauchst du den Kleubert. Passt schon. Aratamete, minna, Yosen League Zensho de no Toppa. Nice, oder? Shoujiki ni itte, kimi tachi ga Yosen ga hajimaru mae wa. Das ist nett. Ich mach nur Spaß. Jojo. Amerika und Deutsch no Prematch no toki wa soremo koremo minna ga chiimu o tsuyoku suru tame ni aite no ugoki ni mo tsuite ikeru you ni natta shi ore tachi wa tashika ni tsuyoku wa natteru ga ue ni wa ue ga iru koto wa mochiro iware nakute mo wakatteru sa. Ärgste Konkurrent, ne? Nanda? Katagiri-kun. Hey. Amerika tai France ga owarimashita yo. Und wie lief's? Dochi ga katta desu ka? Unentschieden? France da. Oh. Ashou datta yo. Sou desu ka. Ja, France wa ano break to ka Azwan to ka o kechi. Yappari tsuyoi in desu ne. Sore ga Blake to Azwan wa shiai ni dete inakatta nda. Ach, zum Schon? Oder? Liu Team tomo yosen toppa wa kimeteru kara. France wa full member de nozonde kita kara na. France ni wa kokusai taikai wo Amerika ni inawareta という ishiki ga aru darou kara. Sou ga. Sou iu riyou ga aru ndattara. Wie viel haben sie gewonnen? Makete mo kamawan shiai ga aru というのは.
やっぱりサッカーそうだ。特に我々のようなチャレンジャーは予選リーグももちろん真剣勝負だったが、決してみんな予選突破の喜びはここまでだ。はい。やば。Jetzt noch die Freundschaftsränge. Magat. Was macht denn der Felix hier? Ich habe auch gehört. Der legendäre Phantom-Tormann? Ach, für die Deutschen, weil die so einen schlechten Torhüter haben, oder? Ja, die Rehabilitation ist echt schwer. Ich sage das, aber ich bin jeden Tag so intensiv. Das ist ja so. Wenn ich es nicht mache, dann ist es ja nicht schlecht. Was ist das mit dem Phantom-Tormann? Schneider, neues Gerät? Das wäre auch interessant, ja. Hieß es nicht aber Profi bei Hamburg und dann Trainer? シュナイダーの親父さんなら家を出てどこかの港で働いてるみたいだぞ。港で？シュナイダーは何も言わねえけど家族でいろいろあったみたいだ。いや、wahrscheinlich。カルツ、それってシュミットとのことが関係してるのか？デスティン・シュミット。ま、そんなとこだ。シュミットってハンブルクのトップチームの選手だよ。ああ、そういや一時期。前にハンブルクが低迷してた時、監督が体調崩しまってな。Okay, damals war Schmidt mehr oder weniger ihr Ass. Mhm. Oh. Wow. Oh, den alten Trainer zurückholen ist schon ein starkes Stück. Oh, und wegen der Depression ist die Familie auseinander? Wow. So, Nanda. Demo, Imano Schmidt, Sorea Sosa. Was kann er play Patango? Ich team in Wokiga Yomarelio in Areva. Kontoni Tomorimas, ne? Soreni, Season Juni Stamina Girokoste, Wokiga Kyoko Yajisan.シュミットにその辺のことを散々言ってた。いや、グッズ。それじゃあさ。ま、そっか。それでシュナイダーさんは。Auch ist interessant, dass die da Story reinpacken. Also richtig, ne? 翼、もう一丁。Ah, Topspin Training mit dem schweren Ball. 最初の頃に比べれば。うん、かなり。でも。よし、俺も。お。ヒューガ君はやっぱりすごいな。脚力はもちろんだが、重いボールを蹴るにはコツもあるの。ティーバーショーポイントだ。この重いボールは闇雲に蹴ってもダメなんだ。強い足。全力が出せるフォーム。フォールも。それ。いや、どうした翼。これだ、これだよヒューガ君。いや、わさす。Kriegen wir jetzt den Super Topspin oder? Nein? Ach, nein. Wir haben die Saison Italien, France, Amerika, Brasilien, Argentinien, Deutsch, Uruguay. Kann ich alles nachvollziehen, außer Amerika und Japan. Aber Brasilien gegen Argentinien war überraschend.両国のライバル関係を思えば、メンツにかけてぶつかり合う。それだけアルゼンチンも本気で優勝を狙っているのだろう。決勝まであと3試合。エースのディアスをフル活用するため、そして予選を2位で通過。次戦、組みしやすい我々と当たる。そういう、やはり我々は舐められているのですね。だが、それはそれかまわない。相手が油断しているなら、はい。翼を中心に選手たちは本当に強くなってきました。若者の成長とはすごいものだな。mich überrascht das auch jeden Tag aufs Neue, wie unsere Werte steigen. 彼らの成長に。はい。早速次に。
Okay. Hat das jetzt? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Schade. An seine Fußtechnik. Vor allem mit dir, Ishizaki, mit deiner grandiosen Technik. Geht es wirklich nur um diese Technik? Warum verlangst du so viel? Geht es wirklich nur darum? Na, Tsubasa. Ore to Tsubasa to Roberto ga hajimete atta hi. Roberto ga ore tachi ni Head Kick o misete kureta da. Erst gegen die Latte geschossen und dann mit Fahrradzieher ins Tor, war schon geil. So datta ne. Sore de Tsubasa wa sugu ni renshu shi hajimete. So nan da. Ano overhead. Ah. Ano toki no Tsubasa wa hontou ni da kedo. Ima no Tsubasa wa tanoshi sou janai ze. Zu verbissen. Ja, ja. Fliegt auf den amerikanischen Himmel. Oh, jeez. Oh ja. Okay, Rangaufstiegereignisse. Die klicken wir jetzt dann einfach ein bisschen durch. Sind eh schon richtig lange dabei, aber das bleibt bei dem Story-Modus scheinbar echt nicht aus. Ja, das. Macht Spaß mit dir. Fähigkeit, Nitter, Direktschütze. Nice. So. Na, Kisugi. Ich hänge mich da rein. Ich gewinne. Nee, ich hänge mich einfach total rein. Ich will nicht überheblich sein. Kisugi hat Tormaschine erhalten. Schön, dass man die Teamkollegen auch weiterentwickeln kann. Ja, das haben wir wieder nicht hingekriegt hier. Story-Herausforderung. Was gibt's denn hier? Gegen Argentinien. Gewinne ein Duell mit Diaz, während Matsuyama in der Verlängerung den Ball hat. Abschlussbedingung: Tsubasa trifft. Moment. Man muss in der Verlängerung mit Matsuyama gegen Diaz ein Duell gewinnen und dann muss Tsubasa auch gleich noch treffen. Ah ja, natürlich, natürlich. Warum auch nicht? Und dann verbessern wir mal kurz unseren Spieler. Wir haben 400 Punkte. Wir erhöhen den Angriff mal auf mindestens 90. Ah, die Kraft erhöhen wir auf 80, wenn es reicht. Jupp. Und das Tempo. Packen wir alles andere rein. Immer noch kein Superschuss. Immer noch keine anderen Kombo-Schüsse, Kombo-Pässe. Irgendwas haben wir, glaube ich, gelernt. Einen neuen Schuss. Der allerkräftigste Schuss, bei dem der Schütze seine volle Kraft hinterblickt. Wir nehmen das mal, denn das ist ein Kraft und Tempo. AA. Das müsste eigentlich ein richtig krasser. Richtig, richtig krasser sein. Ja, das ist alles noch gleich. Das lassen wir auch. Bei den Fähigkeiten haben wir ein bisschen was gekriegt. Wo ist es denn? Vorteile. Goalgetter ist, glaube ich, neu. Erhöhe die Auffüllrate deiner Kickanzeige ein wenig. Oder ist der neu? Ah, ich glaube nicht.
Deutlich mehr Fähigkeitspunkte. Das können wir eigentlich schon mit reinmachen, ja, komm. Dafür müssen wir zwar mit 3 Tonnen Unterschied gewinnen, aber vielleicht kriegen wir das irgendwann hin. Okay, Taktiktreffen nehmen wir auch noch mit rein, auch wenn es sich schon auf die 50 Minuten zugeht. Boah. Unser Gegner im Viertelfinale ist Argentinien. Ihr gefährlichster Spieler ist natürlich Juan Díaz. Sein unkonventioneller und akrobatischer Spielstil ist absolut unberechenbar und er macht auch gegen die stärksten Teams der Welt seine Tore. Gemeinsam mit seinem Zwilling Pascal kann er extrem dynamische Aktionen auspacken. Ah ja, Pascal ist im Sturm. Der Schlüssel in diesem Match wird sein, wie gut das Zusammenspiel unserer Ace Tsubasa und Misaki mit ihr mithalten kann. Wenn wir Díaz und Pascal in Schach halten können, werden wir selbst zu Gelegenheiten kommen. Wir können gewinnen, wenn ihr alles dafür gibt. Okay, wir geben auf jeden Fall alles dafür. Nächste Runde geht's weiter gegen Argentinien. Viertelfinale. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.